Muss ich auf meine alte Dame noch auf Limbo-Tanz machen. Danke. Es ist, ich würde mal sagen, für Aschaffenburg ist es schon mal sehr schön. So kurz wie das alles improvisiert, organisiert worden ist, ist die Zahl doch, es sieht viel aus. Es ist okay. Es ist prima. Es hat sich vorhin auch einer hierher verirrt, der hat verwechselt, dass da drüben gleich jemand anders spricht. Und es war sehr schön. Der hat gleich von hinten raus nur so gemottet. Ja, mit denen da, das ist gar nichts. Mit denen da wette ich gar nichts, habe ich gesagt. Aber mit da drüben jetzt auch nichts. Ja, aber da drüben läuft die Maschine. Bei denen da drüben, da läuft die Maschine. Habe ich gesagt, hat man je einen schöneren Begriff für Angela Merkel finden können, als das die. Und dann habe ich noch gesagt, aber die Maschine läuft in die falsche Richtung. Und dann hat er gesagt, mir geht's gut. Und dann ist er gegangen. Ich denke, das drückt die Geisteshaltung ganz gut aus. Ich bin vorhin noch mal kurz über den Platz drüben gelaufen. Das war auch sehr schön. Viele, viele Menschen, die heute frei haben, weil sie schon verrentet sind, mit Strohhüten, Sonnenbrillen und Sonnenschirmen, da habe ich mir gedacht, was können die froh sein, dass die Veranstaltung da drüben nicht in Frankfurt stattfindet, rückblickend auf den 1. Juni, da werden sie schon eingekesselt. Aber wir sind hier im liberalen Bayern, das ist doch wunderbar, so ein bisschen hier im gallischen Dorf, wo uns niemand so richtig ernst nimmt. Aber es ist schön. Und das Gute an dem, was uns ja in den letzten Wochen nur beschäftigt, mit den Abhöraktionen der Amerikaner, ist, dass wir schon die Rede von Angela Merkel übermittelt bekommen haben. Es wird niemanden überraschen. 17 Mal wird sie sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt. 5-mal wird sie sagen, wir können stolz sein auf unser Land. Und 3-mal wird sie sagen, Europa wird stärker aus der Krise herausgehen, als es in sie hineingegangen ist. Also von daher müsst ihr nachher gar nicht mehr so doll zuhören. Es ist, habt ihr das Sommerinterview mit ihr gesehen? Am Sonntag? War super, oder? Auf die Abhöraktion, dass sie gesagt hat, mir ist nicht bekannt, dass ich abgehört wurde. Habe ich gesagt, Mädel, das ist auch der Sinn von Spionage, dass man es gar nicht mitkriegt. Ne? Aber in der Beliebtheit ging es danach gleich wieder um 3% nach oben. Sie hat ja wirklich gesagt, wir betreten Neuland im Internet nach 17 Jahren. Und dass sie von all dem, von Prism und der NSA und dem BND erst aus der Zeitung erfahren hat. Sie, die Kanzlerin, deren Kanzleramt verantwortlich ist für die Überwachung des Geheimdienstes. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sie lügt uns die Hucke voll, so wie Thomas de Maizière, der gesagt hat, von Drohnen habe ich nie was gewusst und von Hubschraubern den Vertrag habe ich auch nicht unterzeichnet. Pinocchio ist schon am Verzweifeln, der sagt, so viel Holz kann man ja gar nicht beischaffen. Da müssen wir ganze Regenwälder abholzen, dass die Nasen so lang gemacht werden, wie sie eigentlich sein müssten. Nein, wenn der alte Grundsatz stimmt, Lügen haben kurze Beine, dann muss die Hälfte des Kabinetts auf Rollbrettern ankommen. Das ist echt super. Nein, es wird schön. Ich finde es auch schön, dass Sie drüben für die CSU spricht, die vertragen sie alle ganz gern. Mein kleiner Neffe und meine kleine Nichte, also meine beiden Bürohilfen, die haben mich auch gefragt, haben gesagt, Mensch, wenn doch hier so die Grundrechte verletzt werden und wenn das alles, was ist denn, es ist doch ein Grund zur Abwahl. Habe ich gesagt, nein, in Deutschland ist es ein Grund für 40% plus X. Also es gibt noch ein bisschen zu tun, auch was die Banken angeht. Da haben wir von Angela Merkel in 5 Jahren nur 2 prägende Sätze gehört. Der eine war 2008 im Oktober, wir werden alles tun, damit sich eine solche Krise niemals wiederholt. Deshalb darf die Krise auch nicht verschwinden, weil der Deutsche dann sagt, siehste, die Mutti hat Wort gehalten. Und das Zweite von ihr, das fand ich am allerschönsten, das war dann Ende Oktober 2008, als alle schon gesagt haben, wir müssen die Banken kontrollieren, wir müssen was machen, dass die hier nicht ausufern, wir müssen deregulieren, stopp, wir müssen endlich mal regulieren. Alle haben, und dann kam sie und hat gesagt, wir müssen das Vertrauen in die Finanzmärkte zurückbringen. Ich werde diesen Tag nie vergessen, es war morgens um 10, so früh am Tag habe ich noch nie einen Schnaps gebraucht. Ich habe gedacht, Moment mal, wer muss hier was?
Wir müssen, unsere Privatbanken leihen sich mittlerweile für ein 0,5% ihr Geld auf 3 Jahre fest, kaufen damit europäische Staatsanleihen auf, für die sie bis zu 7% Rendite kassieren. Du überziehst deinen Dispo und zahlst bis zu 17% an die gleiche Bank zurück, die sich vorher für 0,5% ihr Geld... Und da müssen wir Vertrauen in die Finanzmärkte zu... Es ist doch kein Wunder, dass der Rest von Europa verzweifelt im Süden, dass sie alle sagen, warum sollen wir denn das Gegenteil von dem machen, wozu die Deutschen in 5 Jahren Krise nicht mit dem Schwatzen und dem Fingernagel dazu bereit waren, nämlich sparen. Alle sagen, wir sind so toll aus der Krise gekommen. Das werden wir auch noch 5-mal hören da drüben heute. Aber wie denn? Mit Konjunkturpaket 1, Konjunkturpaket 2, staatlich finanziert, mit einer Abwrackprämie in Milliardenhöhe für funktionstüchtige Autos, wo viele gesagt haben, bist du verrückt, du hast dein 190er verschrotten lassen, der war doch noch 10.000 Euro wert. Ja, aber wenn ich einmal was kriege vom Staat, ne, mit Kurzarbeitergeld, mit Minilöhnen, mit Hungerlöhnen, mit Aufstockerlöhnen, alles staatlich von Steuergeldern gegenfinanziert. Wenn ein südeuropäisches Krisenland gesagt hätte, okay, das machen wir auch, weil so kommen wir aus der Krise. Da hätten unsere Wirtschaftsexperten gesagt, dann kommen wir zu euch auf Urlaub, aber auf Ketten. Nein, es ist vieles, was nicht... Ja, es ist vieles, was vergessen worden ist, dass natürlich die Südeuropäer sauer sind und sagen, wir müssen sparen und sparen, während bei uns, die haben ja auch Internet, bekannt ist, dass die Staatsverschuldung in Deutschland unter Angela Merkel von 1,5 Billionen auf über 2,1 Billionen angestiegen ist. Unsere selbsternannte Bundessparmamsell zeichnet nach 8 Jahren für 1/3 der gesamtdeutschen Schulden, die in 6,5 Jahrzehnten aufgehäuft worden sind, verantwortlich und redet von der schwäbischen Hausfrau. Dass da im Bundestag keine Trillerpfeifen ertönen, wundert mich auch. Nein, es ist aber die anderen... Zum Sparen. Die anderen zum Sparen zwingen. Das ist wie auf der Autobahn. Du siehst, dass vor dir einer telefoniert, rufst die Polizei und sagst, da vorne telefoniert einer. Es ist alles Gaga in diesem Land. Aber es wird. Wir dürfen nicht verzagen. Wir werden auch sagen, dass also gerade Europa, dass sie in den Schuldenstand geführt hat. Heute ist Wolfgang Schäuble in Griechenland und spricht dort vor der Industrie- und Handelskammer, wo sonst, über die Zustände in Griechenland. Man stelle sich diese Arroganz bei uns vor. Der griechische Finanzminister kommt und sagt, so, jetzt erzähle ich euch mal, wie bei euch die Finanzwirtschaft läuft. Wir hätten ihn sofort im nächsten Zug gesetzt, sagt, hau ab. Ne, aber umgekehrt geht es alles. Nein, wenn auch viele sagen vor der Wahl, oje, wo soll es hingehen? Wird es überhaupt was werden? Es hat ja keinen Zweck. Was soll mir noch wählen gehen? Es bringt doch sowieso nichts. Es hat doch alles keinen Sinn. Nein, wählen gehen müssen wir im Herbst. Wir dürfen ja in Bayern 2-mal. In Hessen ist es schwieriger, die müssen an einem Tag, da wissen sie gar nicht, wenn wir den Buff hier ankreuzen, ist er dann bei uns weg und bleibt in Berlin oder geht nach Berlin oder kriegen wir dann also heillose Verwirrung, aber hingehen, weil sonst haben sie wieder Ausreden. Dann sagen sie, ja, das Wetter war zu schön, das Wetter war zu schlecht. Nein, wenn wir mit gar nichts einverstanden ist, ins Wahllokal dann ein großes Kreuz machen. Wenn wir alle toll finden, kreuzen wir alle an. Den Bundesstammleserinnen sagen wir, die dürfen ja auch wählen. Schreibt Kate auf den Zettel, das machen die auch. 100% Wahlbeteiligung, 10% gültige Stimme, dann würden sie mal wach. Weil die Wählerstimme wird gezählt und dann sind die 40%, die angepeilten der Union, auf einmal nur noch 24 wert, weil die Nichtwähler wählen gehen. So ein bisschen kann man noch erwarten in der Demokratie. Und wenn sich viele fragen, die von den schönen Fotos geblendet werden und sagen, ach, guck mal, ich weiß gar nicht, was die immer alle haben, gehe die Merkel, das ist mir passiert drüben im Schlappesäppel. Da kam vor ein paar Monaten kam so eine Frau und hat gesagt, ach Mensch, Herr Priol, dass ich Sie mal da sehe. Ich kenne Sie ja normalerweise nur aus der Anstalt. Hätte Sie mal ein Autogramm? Ich habe gesagt, ja, Autogramm habe ich nicht mit, aber ich schreibe mal was auf den Bierdeckel. Und dann ging sie weg und kam nochmal zurück. Und dann hat sie gesagt, aber eins muss ich schon, eine Kritik hätte ich. Und da wusste ich schon, was kommt. Also wie Sie mit unserer Kanzlerin, wie Sie mit der Frau Merkel, also wie Sie da, das geht nicht. Es ist doch eine Frau. Also ich mache den Job schon ein bisschen länger. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, wenn irgendein männlicher Politiker was verbockt hat, zu sagen, naja, ist halt ein Mann. Und ich habe mir gedacht, warte nur, ich krieg dich noch. Und so eine halbe Stunde später kam sie mit ihrem Mann, wollte ihren Mantel holen und da habe ich gesagt, stopp. Er hat gesagt, wir machen jetzt mal was aus.
wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dann haben Sie eine Liste dabei, auf der steht penibel, welche aus eigenem Antrieb erwirtschafteten Erfolge die Kanzlerin in den letzten 8 Jahren vorzuweisen hat. Und dann kam ihr Mann und hat gesagt, da bringt ihr leeres Blatt Papier mit, weiter gar nichts. Da habe ich nur gesagt, na ihr zwei habt heute Abend auch Spaß miteinander. Nein! Abseits der schönen Fotos fragen sich viele, für wen macht diese Frau ihre Politik? Im Wahljahr entdeckt sie ja immer uns, die Bürger. Die gibt sie nach 18 Uhr dann wieder an der Garderobe ab, aber um sich ihrem wahren Ziel zu widmen. Ich habe im Urlaub mal so Buchstabensuppe gegessen und die Nudelkombination Bundeskanzlerin reingestreut. Die Nudelsuppe ausgelöffelt und dann mit den Buchstaben so ein bisschen hin und her gespielt. Das müsst ihr auch mal machen. Wenn man das Wort Bundeskanzlerin lang genug dreht und wendet, steht am Ende da, kein Witz, Bankzinsenluder. Es geht wirklich auf. Es geht auf. Und von daher, wenn auch manche sagen, es ist ja schon gelaufen, die Umfragen, wie werden denn diese Umfragen gemacht von Gülle Gülner, RTL, Forsa und allen, über Festnetz. Wer hat denn heute im Neulandzeitalter noch Festnetz? Seniorenheime, Krankenhäuser und die Kreisgeschäftsstellen der CSU. Da braucht man sich nicht wundern, wie die Umfragen zustande kommen. Und ich habe Hoffnung. Der letzte hochkarätige Politiker, der dort auf dem Schlossplatz gesprochen hat, war ein anderer großer Blender. Das war Karl Theodor zu Guttenberg. Und das Ende ist bekannt. In dem Sinn, es ist noch nicht zu spät. Macht weiter. Danke, dass ihr da wart. Viel Spaß.